Wir befinden uns hier mitten in der Altstadt in Mainz in einer wunderschönen klassizistischen Kirche, in der Kirche St. Ignaz. In dieser Kirche befindet sich ein spannendes und großartiges Instrument von dem Orgelbauer Bernhard Dreimann, ein Orgelbauer ebenfalls aus Mainz, der hier ganz nah, ein paar Schritte von der Kirche entfernt, seine Werkstatt hatte. Eng in Verbindung mit diesem Instrument steht der Komponist Christian Heinrich Rinck, der in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag feiert. Eng in Verbindung deshalb auch, weil er diese Orgel geprüft hat. Er hat die Orgel abgenommen und fand diese Orgel als das prächtigste Instrument, das er bis jetzt gespielt hat. Und nahm diese Orgel in eine wichtige Abhandlung, die von ihm verfasst ist, in die Orgelschule von Christian Rinck auf. Hier wird die Disposition abgebildet und gilt als Musterbeispiel einer Orgel in dieser Zeit. Das Spannende eben ist in dem Fall dieses doppelte Gesicht, diese zwei Sprachen, die die Orgel spricht. Eben einerseits die Sprache der spätbarocken Helligkeit, Silbrigkeit in einem Plenum, andererseits eben auch die vielen Grundstimmen, 11 Achtfüße sind in dieser Orgel, die sozusagen schon in die frühe Romantik weisen. Wir freuen uns sehr, dass die Rinck-Gesellschaft in Darmstadt mit dabei ist bei diesem Projekt und uns entsprechend unterstützt. Es ist tatsächlich einmalig, die Werke, die wir auf diesen beiden CDs, also eine Doppel-CD, einspielen, sind 90% Erstaufführungen, Ersteinspielungen, Werke, die eben vorher zum Teil noch gar nicht gedruckt waren. Wir haben die Autographe, Manuskripte studiert und ich freue mich, wenn die CD im Sommer erscheint und auch Sie erfreuen wird. Vielen Dank.